Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Ricarda und das hier ist Cardis Corner. Im heutigen Video gibt es meinen Lesemonat Juni für euch. Und bevor wir mit dem Lesemonat Juni anfangen, muss ich mir die Bücher erstmal holen, denn das hier ist mein Lesemonat Juni. Ja, ich benutze ihn die ganze Zeit schon als Hintergrund, aber jetzt brauchen wir die Bücher, deswegen wird es Zeit für einen Austausch. So, okay, ich habe den Lesemonat an meiner Seite. Ich habe mein Reading Journal natürlich mit dabei, damit ich euch auch genau sagen kann, was ich über die Bücher gedacht habe. Und dann schnappe ich mir auch schon das erste Buch, was ich gelesen habe. Also, das erste Buch, was ich gelesen habe, ist ein Jahreshighlight. Ist das nicht schön? Im Juni war ja Pride Month und das ist gar nicht der Grund, warum ich das Buch gelesen habe. Es passt allerdings sehr gut in diesen Monat und es geht um A New Season von Mani Schäfers bzw. von Marius Schäfers. Und dieses Buch, wirklich, wow, liebe Leute, ich mochte es so gerne. Oh mein Gott, erstmal zur Story. Also, das hier ist ja in gewisser Weise der zweite Teil einer Reihe. Das erste Buch ist A New Chapter. Man kann die Bände aber, soweit ich weiß, auch getrennt voneinander lesen und ich werde den ersten Band erst im Winter lesen, weil der eben im Winter spielt und das hier ist eher ein Frühlings-Sommer-Buch, würde ich sagen. Und es geht um Vincent und Tracy. Und Vincent ist trans, aber am Anfang der Geschichte ist das alles noch nicht so ganz klar. Also es gab noch kein Coming-out, es wurde noch nicht wirklich kommuniziert. Familiär wie auch im Freundeskreis ist das Ganze noch nicht, ja, und auch persönlich. Also alles noch nicht so ganz verarbeitet. Und Tracy unterstützt Vincent dann eben auf diesem Weg. Sie hat allerdings auch ein Geheimnis, eine nicht ganz so einfache Vergangenheit, ein nicht ganz so einfaches Verhältnis zu sich selbst, sage ich mal. Und ja, die beiden, wirklich, oh mein Gott, es war so süß, es war so schön. Und auch das Setting mit dem Blumenladen, in dem Vincent arbeitet, das war schön. Generell London, es war so gut. Ich muss mal in meine Notizen gucken, damit ich nicht nur schwärme, sondern vielleicht auch noch was anderes sagen kann. Ja, also die Geschichte war natürlich super schön. Sie war voller Unsicherheiten, voller Liebe und voller Freundschaft. Außerdem leistet das Buch durchaus auch wichtige Aufklärungsarbeit und die hat sich genau passend eingefügt. Also es war jetzt nicht so, dass dieses Buch wie ein, ja, einen erhobenen Zeigefinger an die Leserinnen und Leser richtet, sowas nicht. Und ich war so in der Geschichte drin, also ich hatte wirklich den Eindruck, dass ich mit den beiden befreundet bin. Also ich war so drin einfach, es hat sich so gut gelesen und das Buch hat nicht gerade wenig Seiten. Also ich glaube 500 oder so, ja, 520 Seiten und trotzdem habe ich es so weggelesen. Ich habe es zum Einschlafen gelesen und es hat mir einfach jedes Mal ein richtig gutes, richtig schönes Gefühl gegeben, ja. Und ich fand einfach so schön, wie respektvoll die beiden Charaktere miteinander umgegangen sind. Und ja, es gibt am Ende des Buches noch einen Zeitsprung, um die Geschichte wahrscheinlich noch ein bisschen voller, gänzlicher zu erzählen. Und der wäre für mich nicht nötig gewesen, hat sich aber ebenfalls gut eingefügt. Deswegen war das schon in Ordnung. Und ich mochte auch gerne, dass es Triggerwarnungen gab bezüglich transidentitären Erfahrungen. Und ja, es war wirklich schön. Also eher eine Slow-Burn Romance-Kiste und auch sehr viele popkulturelle Anspielungen, was es dann irgendwie noch echter gemacht hat und mir noch leichter gemacht hat, mit in die Geschichte auch reinzugehen. Also große, große, große Empfehlung. Und wenn ihr noch mehr zu diesem Buch hören wollt oder auch generell zum Autor, es gibt eine Instagram-Seite vom Autor, es gibt aber auch eine Rezension, eine einzelne Rezension dieses Buches auf einem anderen Kanal, da stellt euch der liebe Tom das Ganze vor und ich muss sagen, die Rezension ist wirklich gut gelungen, also werde ich die auch noch verlinken und dann machen wir mit dem nächsten Buch weiter. Das nächste Buch ist ein Buch, ich weiß gar nicht, wie ich erklären soll, wie ich immer an solche seltsamen Bücher komme. Das heißt, aller Anfang ist Sex. Ich glaube, die Autorin heißt Chiori. Ich weiß nicht, so viele AutorInnen-Informationen gibt es hier irgendwie auf diesem Buch nicht. Es ist ein Manga, deswegen ist es so andersrum, sage ich mal, andersrum aufgebaut. Und von der Story her, ja, ich weiß auch nicht, irgendwie die Protagonistin
bietet sich dem Playboy der Schule an, um mit ihm ihr erstes Mal zu erleben, um die neue Beziehung ihres Vaters zu zerstören, weil der eine Beziehung mit der Mutter des Playboys hat. Oder so. Keine Ahnung. Ich habe das Buch aus einem Bücherschrank mitgenommen und es war einfach in so gutem Zustand. Und ich dachte, ach, ein Manga, ist ja ganz nett, kann man machen. Ja, kann man so semi machen, ehrlich gesagt. Ich habe es gänzlich gelesen, aber nur deswegen, weil es auch so schnell ging. Sonst hätte ich es wahrscheinlich abgebrochen. Ich guck mal in meine Notizen, was habe ich mir denn noch aufgeschrieben? Ja, also die Story hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Mhm. Verwirrung und Langeweile vorprogrammiert. Und ja, ich bin echt froh, dass ich kein Geld dafür ausgegeben habe. Ich habe es, wie gesagt, aus einem Bücherschrank. Außerdem habe ich mir aufgeschrieben, es war toxisch, es war verwirrend. Ja, also wie ihr merkt, ne, es klingt schon nicht gut. Ich würde es, glaube ich, niemandem empfehlen. Es war, ja, ich weiß auch nicht. Also als ich das Buch beendet hatte, dachte ich, ja, was habe ich hier denn jetzt gerade gelesen? Also deswegen verschwenden wir keine weiteren Worte an dieses Buch und machen wir lieber weiter mit dem nächsten. Das nächste Buch ist ein Buch voller Bildung. Es geht um dieses Buch, 50 Gemälde, die man kennen sollte. Ja, ein kunstgeschichtliches Buch, sagen wir es mal so. Ja, es geht, wie der Titel schon verrät, um Gemälde, die man kennen sollte. Also besonders bekannte Motive. Und ja, es hat mir gut gefallen. Also warum nicht, ne? Es war sehr leicht zu lesen. Es gibt immer eine gewisse Übersicht über die Person, die das Gemälde hergestellt hat. Auch so ein bisschen über die Zeitepoche, in der das entstanden ist. Und ja, also ich fand's gut. Ich finde, solide, kann man mal machen. Vor allem, wenn man so ein bisschen Interesse hat an Kunstgeschichte, aber wenig Ahnung. Also ähnlich wie ich. Ich habe im letzten Semester ein Modul belegt zu christlicher Ikonografie und das hat echt viel Freude gemacht, aber ich habe dennoch wenig Ahnung von Kunst und Geschichte und überhaupt. Und ja, das hat mir einfach viel Freude bereitet, vor allem, weil man eben viele Werke hieraus auch schon kennt, ne? Also die man kennen sollte so. Deswegen waren die ganzen Klassiker mit am Start und ja, also total nett. Und vor allem auch nicht so geistig fordernd eben, weil es immer kleinere Texte waren und ja, deswegen, also wer sich dafür interessiert, kann ich dieses Buch durchaus empfehlen. Was wäre ein Video, ohne dass ich Sally Rooney erwähne? Ich habe Normal People nochmal gelesen, in dem Fall jetzt normale Menschen, also die deutsche Übersetzung. Und ja, es hat mir noch besser gefallen als beim ersten Mal. Ich hatte ja, als ich Normal People das erste Mal gelesen habe, den Eindruck, dass ich es zu schnell gelesen habe. Also, dass es mir und der Story ganz gut getan hätte, wenn ich mir ein bisschen mehr Zeit genommen hätte. Und das habe ich mit diesem Buch jetzt gemacht. Und auch durch die Übersetzung habe ich nochmal ganz andere Impulse mitbekommen, ganz andere Schwingungen zwischen den Charakteren in der Geschichte. Also es war wirklich genau das, was ich mir gewünscht habe. Es war eine vertraute Geschichte. Also ich konnte mich darauf verlassen, dass ich hier jetzt nicht kompletten Mist lese und meine Zeit damit verschwende. Denn für mich war der Juni auch mental sehr anstrengend. Also deswegen, ich hatte gar nicht so die Kapazitäten, um mich da, ich sag mal, auf ungewisse Gewässer zu bewegen. Und ja, was soll ich sagen? Normal People. Also es geht um Connell und Marianne und um deren Freundschaft bzw. deren Beziehung, wie die sich über die Jahre immer wieder mal annähern und dann wieder voneinander entfernen. Es geht um Macht, es geht um, ja, um soziales Kapital, um monetäres Kapital, um Gesellschaftsfragen. Es geht um so vieles in diesem Buch. Es hat mir so gut gefallen. Und ich habe, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Also ich habe mir einige Notizen gemacht, weil ich es eben besonders interessant fand, jetzt das erste Lesen und das zweite zu vergleichen. Ich hätte super viele Zitate hieraus aufschreiben können, aber ich weiß ja, dass ich die alle schon in meiner englischen Ausgabe unterstrichen habe. Deswegen habe ich mir das hierfür gespart. Ja, es war sehr interessant, das Ganze nochmal zu lesen und mir ist etwas aufgefallen, was mir vorher gar nicht so richtig bewusst war, und zwar ein Zeitformwechsel. Normal People wird ja erzählt in Episoden, also es gibt teilweise Zeitsprünge über mehrere Monate zwischen den einzelnen Kapiteln und es werden wirklich nur so Schlaglichter, sagt man das so? Wurflichter, Schlaglichter? Es werden so kurze Momente beleuchtet im Leben der beiden und mir ist gar nicht so wirklich aufgefallen, als ich es das erste Mal auf Englisch gelesen habe, dass diese Momente in der Gegenwartsform geschrieben sind und wenn es dann Rückblenden gibt, die in Vergangenheitsform geschrieben sind. Ich weiß nicht warum, aber mir ist das nicht aufgefallen und ich habe es extra nochmal überprüft. Im englischen Original passiert das auch, aber aus irgendeinem Grund ist es mir erst beim deutschen Reread aufgefallen, was natürlich auch interessant ist. Und ansonsten freue ich mich sehr auf die Serie.
Klar, ich habe die immer noch nicht gesehen. Und ich habe eine Playlist angelegt. Nicht, dass ich euch jetzt meine Playlist aufdrängen möchte, aber ich habe festgestellt, dass das irgendwie das Leseerlebnis nochmal ein bisschen gestützt hat. Einfach so ein Sally Rooney-Vibe. Ich weiß auch nicht. Und ich kann mir auch super gut vorstellen, wenn ich Conversations with Friends nochmal lese, dann diese Playlist dazu zu hören. Weil irgendwie hat das so einen bestimmten Vibe. Und jetzt habe ich eine Playlist dafür, die ich mir angelegt habe und ja, freue mich total, einfach weiterhin Sally Rooney allen unter die Nase zu reiben. Warum auch nicht? Das nächste Buch, was ich beendet habe im Juni, ist What If We Trust von Sarah Sprinz. Das hier ist der dritte Teil der Columbia-Reihe. Heißt das Columbia-Reihe? British Columbia-Reihe. Das ergibt Sinn. Ah, es heißt University of British Columbia in Vancouver-Reihe. Naja, okay. Auf jeden Fall habe ich den dritten Teil jetzt also auch gelesen und kann jetzt auch mal was zur gesamten Reihe sagen. Und ich muss sagen, ich bin sehr begeistert. Wobei, das muss ich auch sagen, das hier ist nicht mein Lieblingsteil der Reihe. Ich habe jetzt über Social Media mitbekommen, dass einige Leute gesagt haben, dass der dritte Teil der bisher beste Teil der Reihe ist. Und der war stark. Don't get me wrong. Aber für mich bleibt der zweite Teil der beste Teil der Reihe. Hier in What If We Trust geht es um Hope und Scott. Und Hope ist Schriftstellerin. Sie hat in ihrer Jugend eine Fanfiction geschrieben zu dem maskierten Sänger Ply. Ich glaube, Ply heißt es, oder? Oder Plea? Plim? Ply. Ply. Also es kommt von Plymouth, aber naja, auf jeden Fall Ply. Dazu hat sie eine Fanfiction geschrieben und das ist schon einige Jahre her. Und jetzt möchte ein Verlag ihre Fanfiction, die vorher auf Wattpad veröffentlicht war, auch als Buch veröffentlichen. Und das ist natürlich für sie ein großer Schritt. Gleichzeitig lernt sie allerdings auch den Sänger Ply bzw. den Menschen dahinter kennen und gerät dann in einen Gewissenskonflikt. Und zwischen den beiden knistert es natürlich auch. Und ja, keine Ahnung, also das ist so die Grundstory der beiden. Was mich an diesem Buch ein bisschen genervt hat, vielleicht seht ihr hier schon diese eine Markierung oben, das Buch setzt nicht da ein, wo der zweite Teil endet, sondern früher. Das heißt, es gibt eine gewisse Parallele, wo Teil 2 und Teil 3 parallel laufen. Und bis zu diesem Post-it passiert das eben. Und das nervt mich irgendwie, weil, ja, ich weiß auch nicht, ich finde, das hätte es nicht gebraucht. Also, ich meine, die beiden hätten sich halt auch kennenlernen können, nachdem die Geschichte von Amber und Emmett aus dem zweiten Teil zu Ende erzählt ist, finde ich. Und irgendwie, ja, ich fand das einfach unnötig, weil das sind ungefähr 2/5 der Geschichte, die parallel laufen. Und das weiß ich nicht. Ich bin da nicht so ein Fan von. Ich finde das immer ganz angenehm, wenn Geschichten direkt hintereinander erzählt werden und nicht so überlappend. Also das ist mein erster kleiner Kritikpunkt. Mein zweiter kleiner Kritikpunkt ist, dass ich ab einem gewissen Zeitpunkt in der Handlung nicht mehr wirklich nachvollziehen konnte, warum Hope ihr Geheimnis immer noch behält. Und irgendwie, weiß ich nicht, bis zu einem gewissen Grad habe ich das verstanden, aber dann dachte ich mir, ey komm, ne, du bist doch clever. Hör auf damit. Wir wissen alle, dass es dramatisch wird, wenn das Geheimnis rauskommt. Also klär das doch einfach früher. Und ja, also ich finde, das hätte früher passieren können. Das schließt sich so ein bisschen an meinen nächsten Kritikpunkt an. Ich fand das Buch ein bisschen sehr lang. Also langwierig. Nicht langweilig. Es ist ja immer was passiert. Aber sehr gezogen. Und es hatte so einen Sandwich-Effekt, eine Sandwich-Aufteilung irgendwie. Am Anfang wurden super viele Themenbereiche aufgemacht, also dass Hope studiert und eigentlich irgendwie die Erwartungen ihrer Eltern da noch ein bisschen reinspielen, dann das mit dem Verlag und der Buchveröffentlichung und dann irgendwie in der Mitte, also und insgesamt ihre Familie so, ne? Und auch ein bisschen die WG, also all das wurde am Anfang aufgemacht. Und dann kam der ganze Teil, wo die beiden so voll in Love waren und auch ein bisschen Stress hatten und überhaupt. Und ich bin mir gar nicht sicher, wie lange dieser Zeitraum ging, also das habe ich irgendwie nicht ganz gecheckt. Und dann am Ende musste aber alles wieder zugemacht werden, also alles, was vorher aufgemacht wurde, musste wieder geschlossen werden am Ende. Und dadurch hat sich das einfach ein bisschen gezogen, finde ich. Also das, ja, weiß ich nicht, finde ich, hätte kompakter geschrieben sein können. Das hat aber natürlich auch bedeutet, dass der Teil in der Mitte, dass da einfach sehr viel glückliche Zeit war. Und das ist natürlich auch schön, also darüber werde ich mich jetzt nicht beschweren. Eine Sache, die ich so ein bisschen, naja, ich glaube, das ist persönliche Präferenz, ein bisschen komisch finde. Bis zum Schluss blieb so dieser, du bist der Star, ich bin der Fan, ich habe die Fanfiction geschrieben. Dieser Vibe, der blieb irgendwie bis zum Ende und das fand ich ein bisschen schade, weil ich gehofft hatte, dass sich die beiden Figuren darüber hinwegsetzen können. Also ich meine, klar, das bildet so ein bisschen die Grundlage von der Beziehung, aber irgendwie, ich finde, das hätte sich bis zum Schluss gerne gänzlich auflösen können und so ein bisschen mehr
Blick in die Zukunft. Aber okay, ich meine, ne, ich will jetzt nicht meckern auf hohem Niveau, obwohl vielleicht mache ich das schon. Insgesamt muss ich sagen, war das hier ein sehr gelungener Abschluss der Reihe. Das habe ich natürlich auch im Blick, dass das eine ganze Reihe ist. Und hier sind ja auch Charaktere in diesem Buch vorgekommen, die ich schon aus den Büchern davor kannte. Und ich mochte das sehr gerne, wie der Abschluss da gemacht wurde. Also obwohl da im Buch, im Verlaufe des Buchs, wenig Bezug war zu dieser Gesamtstory, am Ende gibt es eine Szene, wo wirklich alle gemeinsam ja zusammen sind und irgendwie man dann nochmal so kleine Momente von den jeweiligen Paaren mitbekommt und das fand ich super schön. Und dann habe ich noch ein Zitat für euch und zwar: Manchmal denke ich, du liest jedes meiner Worte zwischen den Zeilen und das, obwohl ich mir sicher war, dass ich nichts mehr zu erzählen habe. Ist das nicht schön? Das habe ich mir als Zitat rausgeschrieben. Das Buch hat auch eine Triggerwarnung, genauso wie alle Bücher der Reihe, was ich auch sehr begrüße. Das zeigt, dass es überhaupt nicht, also es spoilert gar nicht so viel und es ist super wichtig für Menschen, denen das hilft. Und ja, deswegen sehr zufrieden mit diesem Buch, wenn auch nicht mein Favorit der Reihe. Der Platz war schon vergeben. So, und dann gibt es noch drei Bücher, die ich diesen Monat abgebrochen habe und dann haben wir es auch schon geschafft. Und das erste Buch, was ich abgebrochen habe, habe ich schon abgebrochen, nach wenigen Seiten nur. Es war in meiner Teenie-Zeit ungefähr mein Lieblingsbuch und ich glaube auch mein erstes Buch von Colleen Hoover. Und es geht um Hope Forever. Ich weiß nicht genau, was mein Problem mit diesem Buch war. Also jetzt, weil vor einigen Jahren mochte ich es richtig, richtig gerne. Ich habe mir aufgeschrieben, ich fand es langweilig, voller Klischees und Stereotypen. Wo soll das hinführen? Und das ist irgendwie auch genauso mein Punkt. Ich habe nicht so richtig gesehen, wofür ich das Buch weiterlesen soll, weil sich einfach viel von der Handlung schon abgezeichnet hat. Vielleicht habe ich aus dem Genre auch mittlerweile einfach zu viel gelesen und weiß deswegen genau, was passieren wird. Eigentlich erinnere ich mich nicht mehr an die Handlung, also was mein erstes Lesen damals angeht. Aber irgendwie, keine Ahnung, also es ist halt eine 17-jährige Protagonistin und sie trifft auf einen Typ und dann knistert es zwischen den beiden und dann haben sie natürlich beide irgendwie eine Vergangenheit und Abgründe und es hat mich einfach nicht so interessiert. I'm so sorry. Keine Ahnung, ich wollte eigentlich überprüfen, ob ich es immer noch gerne mag, weil ich es damals so gerne mochte, aber ich denke nicht. Ich habe es ja, wie gesagt, abgebrochen. So, dann als nächstes abgebrochen habe ich Victorian Rebels, Mein schwarzes Herz von Kerrigan Byrne. Ja, es geht, glaube ich, um einen Verbrecher und eine Detektivin, die sich irgendwie annähern. Keine Ahnung, ich habe mir so ein bisschen Historical Romance erhofft, nachdem ich ja letzten Monat mit Die Rebellinnen von Oxford so ein bisschen was historisch-romantisches gelesen habe. Vielleicht wäre das hier auch noch gekommen, aber mich hat der Anfang schon so sehr irritiert. Also ich glaube, es wird in diesem Buch so ein bisschen so ein Love Triangle geben. Und irgendwie, also derjenige, der dann wahrscheinlich der beste Freund aus der Kindheit ist, mit dem gibt es am Anfang eine Rückblende, wo die Protagonistin und er sich dann irgendwie, ich glaube, die schwören sich zu verheiraten oder so, haben eine schwierige Kindheit im Waisenhaus und dann schwören sie sich für immer zusammen zu sein und dann werden sie irgendwie getrennt oder so. Und das hatte so einen seltsamen Vibe. Ich weiß auch nicht. Es hat für mich überhaupt nicht funktioniert. Ich kann, glaube ich, gar nicht so richtig beschreiben, was mein Problem war, aber deswegen hatte ich überhaupt keine Motivation, da weiter einzusteigen. Weiß ich nicht. Habt ihr schon mal von diesem Buch gehört? Habt ihr eine Meinung dazu? Also schreib's dir nicht meins. Die Kids haben mich irritiert. Ich war dann auch nicht so wirklich interessiert. Deswegen das leider nichts für mich. Und dann das letzte Buch, was ich diesen Monat nicht beendet habe, sondern abgebrochen. Ich blende es wie immer hier ein. Es geht nämlich um ein Hörbuch. Und dieses Hörbuch ist kein anderes als Becoming von Michelle Obama. Ich habe so viel Gutes von diesem Buch gehört und ich wollte es wirklich gerne hören, weil ich dachte, naja, hören, dann zieht sich das nicht so, dann ist es nicht so lang, weil es ist ja wirklich, keine Ahnung, 700 Seiten Buch oder so, also es ist wirklich ein bisschen krass. Und ich habe dann also angefangen und es war auch an sich ganz nett, aber es ging mir einfach zu langsam voran. Und ich habe mich dann ein bisschen informiert, was in diesem Buch noch kommen würde und habe für mich einfach festgestellt, dass es sich für mich nicht lohnt, das jetzt weiter zu gucken. Ja, keine Ahnung, es tut mir nicht so richtig leid, weil irgendwie ich denke mir, okay, das Aufwand-Nutzen-Verhältnis vom Anhören dieses Hörbuchs, was wirklich über 10 Stunden geht, ich glaube sogar 20, keine Ahnung, zu dem Inhalt
Habe ich einfach nicht gesehen, habe ich nicht gefühlt. Ja, schon okay, oder? Also ich meine, das ist ja nicht wirklich schlimm. Ich habe die Netflix-Doku gesehen, die heißt ja auch Becoming und die hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob das Buch und die Doku, ob die sich da wirklich überschneiden, aber ich habe den Eindruck, ich weiß jetzt schon genug über Michelle Obama, ohne sie uninteressant zu finden. Aber deswegen ein Hörbuch, was über so viele Stunden geht, anzuhören, sehe ich für mich einfach nicht. Und ja, ich kann mir gut vorstellen, dass für dieses Buch auch so 300 Seiten oder so gereicht hätten. Kann es aber, wie gesagt, auch nicht gänzlich beurteilen, weil ich es ja abgebrochen habe. So, und bevor uns das Licht gänzlich verlässt, ich sehe das hier irgendwie schon, also würde ich hier sitzen, wäre ich noch ein bisschen besser beleuchtet, aber ich bin ja jetzt auch fertig mit meinem Lesemonat Juni im wechselhaften Wetter dieses Sommers. Wow, also wirklich. Ich muss sagen, heute hat schon krass die Sonne geschienen, es hat schon geregnet, jetzt ist es bewölkt, also irgendwie ist alles mit am Start. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr noch nicht meinen Kanal abonniert habt, dann macht das doch ganz schnell. Es ist ganz einfach. Einfach auf den Abo-Button klicken und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ich würde mich freuen. Bleibt bitte bis zum nächsten Video gesund und am besten auch bis danach. Aber bleibt erstmal bis zum nächsten Video gesund. Macht's gut und ja, habt noch einen schönen Tag, Abend, Nachmittag, Morgen, überhaupt eine gute Woche. Ciao!